Willkommen zurück, Leute, zur nächsten Folge Horizon Zero Dawn. Heute mit Facecam. Ich hoffe, es läuft alles. Ich musste ein bisschen hin und her stellen. Aber es hat funktioniert, hoffe ich. Ich habe jetzt die FPS nochmal auf 30 eingestellt auf meiner Cam. Ich habe vorher schon mal eine Probeaufnahme gemacht. Und da war der Ton asynchron. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Gucken, ob das jetzt hinhaut. Ja, heute ein bisschen anderer Anfang, habe ich mir so gedacht. Krieg mir jetzt immer einen Kommentar von euch raus. Und wenn es eine Frage ist, beantworte ich die, selbstverständlich. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann droppt es mir gerne rein. Ich gucke das dann durch und beantworte das. Und ja, der Nick hatte mich vor einem Monat oder so gefragt. Ich schmeiß euch das Kommentar immer so ein bisschen mit an die Seite rein. Ob ich irgendwann mal vorhabe, mit Facecam zu zocken? Ja, ist jetzt ein Monat her. Und ja, wie ihr seht, Greenscreen. Bam. Na, es ist tatsächlich umgesetzt worden hier. Ich habe die Cam auch jetzt mal links unten so ein bisschen platziert. Guckt mal, ob das so okay für euch ist. Sagt mir ruhig mal, ob ein Stück größer, ein Stück kleiner oder jetzt lieber doch ohne Cam. Wo ihr das alles seht. Ich hoffe nie. Und ja, viele hatten mir auch gesagt, ja Pete, dein Gameplay bockt schon. Aber schmeiß da ruhig noch eine Facecam mit rein. Das sieht dann einfach ein bisschen besser aus beim Zocken. Brille, by the way, habe ich nicht immer auf, aber so immer doch ein bisschen öfters am Rechner sitzt, dann nehme ich die schon mit gerne. Wir sind auf jeden Fall wieder bei der Hauptquest dran. In der letzten Folge könnt ihr mal gucken, da haben wir hier das Gebiet gewechselt, wie ihr seht. Da waren wir noch vorher in so Eiswelt und es war alles so kalt und jetzt haben wir hier schön Canyon. Wieder nice gestaltet. Da oben Berge liegt trotzdem Schnee. Wir haben auch gegen so eine große Flugmaschine gefightet. Ich droppe euch die Folge gerne wieder mit rein. Da, oben in die Infobox. Ich muss mich auch noch ein bisschen so an die Cam gewöhnen, weil ihr seid da oben. Und da ist aber mein zweiter Bildschirm. Da, wo ich meine Aufnahme sehe. Also muss ich mich halt echt dran gewöhnen, da hoch zu gucken und hier darüber. Ich könnte auch mal das Licht anmachen. Wartet mal, Leute. Das ist da so ein bisschen besser. Greenscreen macht gut mit, aber mit Licht macht es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Wie gesagt, ich probiere da noch ein bisschen aus. Ich bastel da rum. Und wird so wieder, wie die Videoqualität, immer so Stück für Stück ein bisschen besser. Ich gucke auch mal, ob ich irgendwelche lustigen Effekte oder irgendwas finde, ich euch damit reinnehmen kann. Den Kollegen kennen wir doch hier. Hören wir erstmal rein. Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten Sender schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft.
wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Okay. Neil sagt, wir machen Banditenlager. Keine Ahnung, was hier gerade im Hintergrund los war. Das klang, als hätten die übel gefightet. Aktivieren hier noch das Lagerfeuer. So, na gut, Leute, dann gucken wir uns das Banditenlager hier mal an. Scheint doch relativ groß zu sein. Woher stackt man noch so ein bisschen Gesundheit? Banditenlager, wie in den letzten Folgen, hatte ich euch wieder so ein bisschen in Pitch reingeschmissen. Also quasi so ein Zeitraffer-Effekt. Wird auch wieder hier kommen, denke ich. Aber wenn ihr sagt, ja, Pete, da würde ich gerne mal mit dabei sein, wie du sowas clearst. Und lass es ruhig mal laufen, Switch mir gerne mit angucken. Dann droppt es mir ruhig in die Kommentare. Nehme ich euch da mal so ein Stück weit mit. Ansonsten sehen wir uns dann gleich nach dem Pitch, Leute. Also bis gleich. Erstmal die Gefangenen hier. Dann holen wir euch da mal raus. Die sehen wieder so aus wie der Neil, ne? Also zumindest haben die denselben schon gut. Kopfschutz. Gleich seid ihr frei. Ohne das Stück. Ich trau dem auch immer noch nie so richtig, also. Ich weiß noch nicht so richtig, für welches Team der spielt. Wüstenglas. Es ist mir immer noch ein bisschen unheimlich, dass der immer so aus dem Nichts auftaucht und so sagt, ja, ich habe hier gemütlich gewartet, alles gut, keine Sorge. Ich bin gar nicht hier.
Den nehmen wir so mit. Ja, und die letzten zwei, Leute. Machen wir so. Der Raketenwerfer, ey, den brauchen wir. Irgendwann holen wir uns den Raketenwerfer, Leute. Richtig nice, ey. Der macht Betrieb. Ja. Banditenlager. Wir plündern hier nach alles ein bisschen. Eden Barbar, der hatte wieder eine Vorratskiste dabei. Nehmen wir alles mit. Ah, Metallscherben, Schnellreisepaket. Hier ist noch was Blaues. Mal noch ein bisschen sammeln. Gut, bevor wir hier zu dem Händler gehen, gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Dieses Ding ist echt gefährlich. Nehmen wir vielleicht sogar noch ein Stück mit, mal gucken. Gucken wir hier mal kurz rein. Die letzten Händler-Szenen hatte ich auch, glaube ich, ein bisschen gecuttet. Schreibt mir da auch ruhig mal rein, ob ihr das sehen wollt oder ob euch das eher nie so interessiert. Lanzenhornherz, das behalte ich mal. Das kann alles weg hier. Braucht man nicht. Das Wächterherz behalte ich mal. Heilbrand. Hier steht zwar immer an der Seite Geschäfte mit Händlern jetzt hier zum Beispiel, ne? Aber es gibt manche Linsen, wo man dann doch noch was herstellen kann. Finde ich ein bisschen schade, dass uns das nie angezeigt wird. Die Schnellreisepakete zum Beispiel können wir verkaufen. Da hatten wir in der letzten Folge... Was in der letzten Folge? Ja. Dieses goldene Schnellreisepaket geholt. Könnten noch mal gucken, ob wir an Waffen was verkaufen können. Die Schleuder hatten wir ja neu. Machtbogen. 16 Feuerschaden. 25 Feuerschaden hier, ne? Können wir mal gucken, ob wir hier was Neues kaufen können. Das hier zum Beispiel, das Wächter. Hier braucht man ein Wächterherz dafür. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf meine Rohstoffe gehe. Wächterherz, wo ist es? Wächterherz. Steht hier nicht, dass wir das mit irgendwas herstellen können. Das finde ich ein bisschen schade. Wüstenglas kann man noch verkaufen. Zum Glück haben wir das jetzt nie verkauft hier. Ja gut, da holen wir uns auf jeden Fall den Bogen hier. Schattenjägerbogen. Können wir auch ausrüsten gegen den hier. Da haben wir schon zwei lilane Sachen. Hier brauchen wir noch ein Plündererherz. Hat man bestimmt auch schon irgendwann. Und ein Sägezahnherz. Da hätten wir alles lila dann. Gucken wir mal so ein bisschen. Da können wir die andere Waffe jetzt natürlich verkaufen. Hier. 10. Können wir die auch verkaufen? X-Bogen hat uns nie wirklich was gebracht hier. Archer-Jägerbogen. Haben wir jetzt auch den hier dafür? Der macht 25 Feuerschaden. Haben wir die vier Sachen noch? Kurz bei den Rüstungen reingucken hier. Aber da haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen. Stahlgeflecht brauchen wir ja halt nochmal, ne? Müssen wir nochmal so einen großen töten da. Nehmen das mal so ein Stück weit mit hier. Ich kann damit halt noch nie rennen, ne? Wir könnten auch, Punkt investieren. Oh nee.
Damit sollte ich schaffen. Müssen jetzt auch die anderen Pfeile haben, ne? Genau. Oh, da brauchen wir das Holz dafür. Das ist gut. Wir haben ja so viel Holz. Wartet mal, Leute. Ich nehme bei dem Händler gleich mal noch ein bisschen Draht mit. Weil wir haben kein Draht mehr. Ein Draht kostet zwar 5 oder so, aber das ist, genau. Mal ruhig bis 1000 Scherben gehen. Draht ist ein bisschen selten. Ich brauche halt den Draht für die wichtigen Sachen hier. Fehlt mir noch was? Okay. Vielleicht brauche ich den Feuerspucker doch gleich hier vorne. Nein, jetzt ist es wieder so ein großer hier vorne. War der vorhin schon da? Deswegen hatten wir vielleicht vorhin, wo wir mit dem Nier geredet hatten, gleich die Kampfsequenz, die da so im Hintergrund lief. Okay, wir machen das mal kurz hier. Wir müssen doch mal mit Nier reden. Mal kurz hat mal noch mit auch ihm. Das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Er wollte doch eigentlich einen neuen Partner finden, ne? Wo wir das letzte Mal getroffen hatten. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Na, was ist denn los, Mieke, hm? Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Den haben wir bestimmt nie zum letzten Mal gesehen hier. So, wo wir den Großen hier angehen. Oh, es gab wieder 10.000 Belohnungen. Feuerspucke, hoffentlich geht er jetzt nicht so schnell weg. Ein Fähigkeitspunkt und wieder 10 Gesundheit. Nehme ich gern an. Fast geschafft. Gönnen uns hier mal so ein Reittier. Ach, damit wir mal eins haben. Jetzt sind wieder diese Vögel unterwegs, ne? Ja, das wird ja richtig schwierig dann. Ich guck bloß erstmal. Können wir den noch machen, Leute? Die Aufnahme geht jetzt 25 Minuten, ist jetzt das Rohmaterial. Ich denke aber, dass wir den noch machen können. Wir müssen halt oben wieder die Geschütze erstmal wegschießen. Erstmal die hier. Eigentlich würde ich auch gerne die Vögel da oben erstmal wegmachen, aber. Wenn ich an die Folge denke, wo wir zu den Frozen Wilds wollten. Finde ich ja nicht so gut. Mietze? Milo übrigens. Der Sturm hört einfach nicht auf. Hat sich gerade hier auf meinen Schoß gekuschelt. Ja, das muss alles sein, Leute. Ah, so, nachdem wir die Katze hier gerichtet haben und die noch so ein bisschen an unserem Mikro rumspielt, könnten wir den Großen hier vielleicht angehen. Katze, kommst du zur Ruhe? Bitte, ja.
Ich habe auch schon überlegt, mal irgendwie dann hier hinten noch so... Da. Irgendwie so was für die Katzen hinzustellen, dass ihr da auch mal einen Blick drauf werfen könnt, was die gerade machen, die Zwerge. Die Pfeile nochmal. Schön. Wir ignorieren die Vögel jetzt da oben. Versuchen hier die Geschütze noch zu sprengen. Sehr schön. Ach, 100 Schaden hat es gemacht. Schaden gemacht. Wir haben doch unsere Dings noch. Vielleicht können wir die verwenden. Müssen wir aber näher ran. Ich wusste schon, warum ich die mitnehme hier. Kann man zwar nicht ausweichen, aber Feuerrate ist schon insane. Schaden. Nie die Welt, aber. Jetzt kommen die Vögel hier oben wieder. Das sind halt schon viele Vögel da oben, ne? Wären die Vögel, nee, dann wäre das eigentlich alles gar nicht so schlimm. Aber mit dem Frostschaden. Vielleicht gehe ich auch mal so ein bisschen von den Vögeln weg hier. Ist auch mal interessieren, gegen was der hier die ganze Zeit kämpft noch. Ach, hier sind Verbündete von uns, Leute. Was können wir denn eigentlich so machen hier? Macht so bloß 60 Damage, aber... Das kann man halt nie ausweichen, ne, dem Ding. Sind wir sicher, können wir durchschießen. Nochmal 60 Damage. Zum Glück haben wir so einen großen Heilbeutel, ey. Zack, 120 in seinem Face. Nochmal 60. Nochmal 60, das wird der letzte Fall sein.
noch nie. Na komm, ey. Letzter Schuss. Letzter Schuss. Jetzt müssen wir aber unseren Heilbeutel wieder aufstacken, ey. Wir haben es geschafft, Leute. Geflecht wieder einmal. Puh. Was ist mit den anderen Leuten passiert und wo kamen die her? Eisscherben. Ganz ruhig. Ein Stück, naja. Immerhin. Das war wahrscheinlich so eine Patrouille oder so. Patrouille? Gut, Leute. Dann soll es das hier erstmal wieder gewesen sein. Haben wir noch was zum Scannen? Geschenkaktion. Okay. Vielen Dank fürs... Ich muss immer noch da hochgucken. Wie gesagt, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann kommt gerne wieder zur nächsten Folge. Ich droppe euch auch immer die Playlist oben mit rein. Könnt ihr mal die anderen Videos angucken. Wenn euch das Format so gefällt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann droppt die mir ruhig in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mit Pete Plays.